Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Radfahrvideo. Ja, der Swovo radelt wieder, ich bin ganz begeistert. Das klappt schon wieder. Das Wetter ist zwar heute nicht so ganz optimal, um ein Video davon zu machen. Zum Fahren ist es eigentlich okay. Ich kann 100 Meter weit gucken im Nebel. Sind minus 2 Grad. Was will man mehr? Ja, warum ich mir diesen Tag gerade hier jetzt ausgesucht habe zum Radeln hier heute, dazu gleich mehr nach dem Intro. Ja, minus 2 Grad und Nebel. Eigentlich wollte ich schon gestern fahren, aber die Wettervorhersage hat gesagt, wartest du noch einen Tag, dann wird das viel besser. Da hast du 5 Stunden Sonne, das ist gleich 13 Uhr. In 3 Stunden wird es schon wieder dunkel. Ich weiß nicht, wo die 5 Stunden Sonne jetzt noch herkommen sollen. Obwohl, ich will das gar nicht so viel unkeln, wenn man da guckt. Sie arbeitet sich voran, die Sonne. Vielleicht wird es ja doch noch was. Ich habe auf jeden Fall die Drohne eingepackt und vielleicht gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet und dann sehen wir mal, was es hier so heute zu erleben gibt. Auf die Wettervorhersage ist doch Verlass. Da oben kommt der blaue Himmel durch. Ich freue mich. Bei so einem Wetter wie heute, bei solchen Temperaturen, habe ich immer ein bisschen Respekt vor der Fahrbahnbeschaffenheit. Das ist jetzt ja ziemlich genau 2 Jahre her, als ich mich mit dem Speed Pedelec so richtig hingelegt habe. Aus voller Fahrt auf Null gebremst mit dem linken Knie. Hatte dann ja ein Ödem im Knochen und das war gar nicht so angenehm. Und ja, im Winter habe ich es irgendwie mit Verletzungen, ne? Wo ich da so gerade denke, irgendwie passiert da immer was. Da sollte ich mich wie so ein Cabrio im Oktober abmelden und ich melde mich im März erst wieder an. Und so wie hier jetzt auf der Brücke, ich muss es ja nicht provozieren, ne? Da schiebe ich doch eben rüber. Ja, liebe Leute, jetzt sage ich mal wieder, tippitoppi, hat sich doch wirklich gelohnt, doch noch loszufahren, auch wenn es jetzt gerade für euch vor 5 Minuten, für mich, aber auch mal gerade vor 10 Minuten, noch total nebelig war, aber die Drohnenaufnahmen, ich bin begeistert. Ja. Ja, und Stichwort tippitoppi, für alle, die bis zum Ende dranbleiben, gibt es was zu, ja, was zu gewinnen, ja doch, es ist ja eigentlich, ne? Also ich verschenke was und das hat mit dem Thema tippitoppi zu tun. Also seid gespannt und schaut euch meine Tour heute, wie immer natürlich, bis zum Ende an. Ich habe euch übrigens angeschwindelt, sind gar nicht minus 2 Grad. Knapp minus 4 Grad. Ich bin ja heute auch die erste Tour mit meiner neuen Fahrradtasche von Falkenthal hier unterwegs und hier zahlt sich schon aus, dass die ein bisschen mehr Volumen hat, also ein bisschen breiter hier so ist als meine
andere, die ich vorher immer hatte von Ortlieb. Die benutze ich auch weiterhin für Radreisen, für mehrtägige Touren. Aber hier, wie man sieht, ist so ein kleines Tischchen, halt eine breitere Stellfläche auch für die Drohne. Das finde ich schon ganz praktisch, dass die ein bisschen größer ist. Was mir auch ganz gut gefällt, dass ich hier die Drohne in dem eigentlich dafür vorgesehenen Laptop-Fach hier gut verstauen kann. Mit dem Laptop bin ich hier zwar nicht unterwegs, aber für die Drohne ist das ganz praktisch, passt da genau rein, ist ein bisschen gepolstert. Tippitoppi. Ja, was nicht so tippitoppi ist hier, der Nebel zum Fliegen, habe ich festgestellt gerade. Ich hatte ja schon zweimal keinen Empfang mehr. Ich glaube, ich lasse das erstmal sein, bis der Nebel ganz weg ist, oder mal schauen, wie mutig ich hier noch bin. Die kommt zwar immer wieder zurück, da wo sie gestartet ist, aber hab auch keinen Bock, die jetzt zu verlieren, gerade wo die schön aufeinander schon drauf sind. Ja, liebe Leute, und mal wieder habe ich ein Navigationsproblem. Also nicht, dass ich mich verfahren habe oder irgendwas, aber hier da unten der kleine türkise Fall, das bin ich. Und ich sollte auf der anderen Straßenseite halt darüber und auf dem Weg da hinten weiterfahren nach Coesfeld. Bloß, dass es hier gar keine Überquerungsmöglichkeit gibt. Oder den Tunnel habe ich nicht gesehen, die Brücke, keine Ahnung. Nee, weiß ich manchmal auch nicht, was Komoot sich da denkt. Ne? Coesfeld, ja. Und hier kommt auch mein Fahrrad. Da habe ich mein Fahrrad gekauft, also dieses E-Bike, mit dem ich hier heute unterwegs bin. Und ups, mal wieder einen Meter zurück. Für alle, die sich in Westfalen nicht so auskennen, könnte man ja auch meinen, das heißt Coesfeld, ist aber das westfälische Dehnungs-E. Also in Westfalen, wenn ein E nach einem O kommt, ist das kein Ö, dann wird das O einfach gezogen. Also Coesfeld, nicht Coesfeld. Ich habe hier in Coesfeld was entdeckt, was ich noch nicht entdeckt hatte. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich hatte es, wie gesagt, noch nicht entdeckt. Und zwar ein Verkaufsautomat. Programmern 24 Stunden geöffnet natürlich, so ein Verkaufsautomat. Und da sind auch richtig leckere Sachen drin. Ja, du guckst hier, was habe ich da gerade gesehen? Currywurst, Nummer 82, schauen wir mal. Was die kostet? 2,80 Euro. Da kannst du auch nicht meckern, ne? Wenn du sonntags Hunger hast, wenn du unterwegs bist oder abends, wenn alles schon geschlossen hat. Ich denke natürlich immer nur an mich. Da kommen natürlich auch Leute mit einem Auto vorbei, aber für mich auf so einer Tour eine wunderbare Sache. Ich werde mir auch noch was kochen. Ich habe mir was mitgenommen und ich habe was geschenkt bekommen. Jemand von euch, von meinen Zuschauern, hat mir was geschenkt, hat einen Krankenbesuch gemacht, als ich mit meinem Fuß da zu Hause ein bisschen immobilisiert war. Ja, und derjenige weiß vielleicht schon, wen ich jetzt meine. Ich hatte nämlich nur einmal Krankenbesuch von euch, also derjenige weiß jetzt Bescheid. Ja, das werde ich mir gleich zubereiten. Ich habe Coesfeld jetzt hinter mir gelassen und bin jetzt schon am Beginn der Radbahn Münsterland. Hier am Anfang direkt bei Coesfeld ja noch nicht auf der alten Bahntrasse, sondern auf der Straße hier. Hier ist die Bahntrasse ja auch noch intakt. Das wird ja die Regionalbahn immer zwischen Coesfeld und Münster. Und ja, wie gesagt, gerade bei Münsterland. Und ich suche mir jetzt ein schönes Fleckchen, eine kleine Hütte, altes Bahnwärterhäuschen. Mal gucken, ob ich mal was Neues entdecke oder was Altbekanntes aufsuche, um mir was anderes zu essen zuzubereiten. Ist das nicht schön, liebe Leute? Auch zu dieser Jahreszeit hier im Winter, zu Weihnachten, Radfahren im Münsterland. Ja gut, jetzt da die Industrieanlage. Ich habe übrigens Babynahrung gemacht. Das ist ein Suvelack, heißt die Firma, wer sich da interessiert. Die machen so Gefriertrocknung industriell. Anderes Thema.
So, also hier jetzt noch auf der Radbahn Münsterland ohne Bahntrasse, kommt dann aber gleich schon. Das ist auch die Gegend, wo ich, war das im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent, mit dem normalen Trekkingrad hier durch den Schnee gefahren bin. Mit Felgenbremse, top Idee. Ja, ich weiß, im letzten Jahr habe ich mit dem Speedpedelec probiert, das ging gar nicht. Das hat direkt dann in die Radverkleidung, die Schutzbleche da reingefressen, ging gar nicht weiter. Aber mit meinem Trekkingrad, da hat es ja in die Felgenbremsen reingefressen, der ganze Schnee. Das war schon eine interessante Tour. Nee, es wird vor 2 Jahren gewesen sein. Nee, da hatte ich das Knie kaputt. Ich blende euch den Film mal hier oben ein. Aber im Nachdenken, ich bin so rum, dann ist das für euch jetzt hier von mir aus links oben, rechts oben im Bild, blende ich euch ein, den Film, die Radtour hier im Schnee. Wie bin ich da von da gekommen? Dann hier geradeaus weiter dann Richtung Bahntrasse. Guck mal, es ist auch schön, ja. Einfach da mal eben hin. Da ist nicht immer ein Müll hier. Tippitoppi. Guck mal, ist doch klasse, ne? So, und jetzt geht es hier auf der alten Bahntrasse weiter. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, die Sonne steht schon ganz schön tief. Bin ich mal gespannt, ob ich im Dunkeln nach Hause fahre. Aber ich habe noch Licht am Fahrrad. Guck mal, der Schatten ist schon richtig lang. Ja, so langsam wird es auch ein bisschen unangenehm hier zum Radeln. Also ich kann auch weit genug gucken, aber mit der Sonne, das hat mir schon gerade deutlich besser gefallen. Ich komme jetzt hier zum alten Bahnhof in Darup. Und ich habe hier, glaube ich, schon öfter in meinen Videos meine Begeisterung zum Ausdruck gebracht, wie gut das hier gepflegt ist. Guck mal, jetzt hier auch, ups, Tannebäumchen. Doppel. Aufladeservice hier sogar. Spannung auf den Steckdosen, auch im Winter. Ja, da freut sich der E-Bike-Fahrer. Allerdings laden muss ich nicht, aber schon gemerkt, hier bei minus 4 Grad hält der Akku dann doch nicht so lange wie im Sommer. So lange halte ich auf dem Fahrrad aber auch nicht mit den Temperaturen, von daher ist das kein Problem. Ja, und ich suche mir jetzt mal eine Gelegenheit, dass ich was zu essen kriege. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, schon mehrfach. Das ist jetzt mittlerweile ja auch schon knapp 40 Kilometer. Und gut, dass ich ein Navigationsgerät am Rad habe, wenn ich hier gleich weiter rauf fahre, sehe ich nicht mehr, wo es lang geht. Nein, Quatsch. Mit dem Fahrrad geht das ja, aber wenn jetzt ein Autofahrer kommt, der mich sieht, ich habe ja sinnvollerweise keine Warnweste an, habe ich nicht dabei. Passiert mir eigentlich selten bis nie, dass ich ohne Warnweste losfahre. Da werde ich wohl mal aufpassen müssen, ne? Wenn ein Auto kommt, dass ich mich dann hier vom Acker mache oder auf den Acker mache. Aber eigentlich fährt hier auch keiner in der Gegend. Das ist eigentlich nicht so die Hauptverkehrsachse hier.
Also so richtig vertrauenserweckend ist das hier jetzt nicht mehr mit der Fahrbahn. Und ich als Brillentrainer ist auch gut. Brillenträger sind natürlich auch so meine Problemchen mit der Feuchtigkeit in der Luft. Dass das hier sich auf die Gläser niederschlägt. Hier geht es jetzt richtig schön bergab. Hurra! Das erinnert mich gerade hier an die Tour mit Didi im Sommerland. Stimmt, im Sommer, da war es ja auch so nebelig. Aber heute musste ich noch nicht schieben, es war nicht so steil. Nach gut 40 Kilometern bin ich jetzt hier in Aulendorf an diesem Unterstand hier angekommen. Eine Rastmöglichkeit mit Grill und Kinderspielplatz, wirklich zu empfehlen, wenn ihr mal eine Radtour hier unternehmt in der Gegend. Hier gibt es auch die kleine Kapelle, die gab es ja auch schon in einigen Videos von mir zu sehen. Und jetzt machen wir was zu essen. Und dann gibt es ja auch noch was zu gewinnen. Ich wollte ja was verlosen, habe ich gesagt. Ne? Dazu dann gleich ein bisschen was Genaueres. Was bin ich froh, liebe Leute, dass ich mir diesen Gasbrenner für meinen Trangia besorgt habe. Ich kann jetzt zum einen die Finger aufwärmen bei minus 4 Grad, die es mittlerweile wieder sind. Und zum anderen hat man auch echt Probleme, bei den Temperaturen Spiritus zum Brennen zu bringen. Geht auch, da muss man halt den Brenner in der Hosentasche haben, da wo es ein bisschen wärmer ist während der Fahrt. Aber so geht das schon eine klasse Sache. Und dann zeige ich euch gleich mal, was es hier heute bei mir zu essen gibt. Ja, bei mir gibt es heute Currywurst aus dem Glas. Die hat der liebe Harry vom Kanal Harry Radelt aus Duisburg mir mitgebracht, als er einen Krankenbesuch gemacht hat. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Oh, ist auch Reklame hier oben drauf, ein bisschen zuhalten. Und die ist, glaube ich, auch wenn ich das richtig verstanden habe, aus Duisburg. Harry, du korrigierst mich, wenn ich hier Quatsch erzähle. Und da bin ich schon mal ganz gespannt. Ich bin ja so eher der Scharfesser, der Würzigesser. Bin mal gespannt, jetzt gleich auf die Currywurst aus dem Glas. Und dazu gibt es noch ein paar Bratkartoffeln. Kartoffeln habe ich diesmal vorgekocht, dann dauert es nicht so lange. Jo, und dann lege ich mal los, ne? Es wird ja auch schon wieder dunkel, ne? Aber wenn ich jetzt eher losgeradelt wäre, heute Mittag, dann da war es noch so nebelig. Ich hoffe, dass das jetzt hier besser ist. Im Dunkeln weiß ich auch noch nicht. Ach ja. Ein bisschen Zwiebeln dazu. Und da bin ich gleich sehr gespannt auf die Currywurst hier aus dem Glas. Ja. Ich hatte auch erst Bedenken, hier in dem Unterstand das zu machen, weil das ja nicht richtig geschützt ist im Vergleich jetzt zu einer geschlossenen Hütte. Aber dadurch, dass es total windstill ist, ist es kein Problem. Und an die Kälte gewöhnt man sich ja noch ein paar Stunden auf dem Rad. Und jetzt 2 Stunden übrigens war ich unterwegs für die 40 Kilometer. So,
Oh ja. Oh ja, die ist schön witzig. Da freue ich mich. So, jetzt lassen wir ein bisschen brutzeln. Und ich werde mir mal was Warmes trinken. Ich habe mir zu Hause einen Tee gekocht, den ich mitgenommen. Das ist ein richtig schön warmer Tee. Glühwein wäre jetzt auch ganz passend, aber es gibt Tee. Ja. Ach so. Das sieht doch schon ganz lecker aus. Es ist auch. So, das mal die Seite. So, gehen wir direkt da rein. Ah, ja, ja, ich. Herrlich, was Warmes. Und dann die Currywurst hier. Schön würzig. Tippitoppi. Ja, wo ich gerade beim Thema Tippitoppi bin, das ist auch der Gewinn, um den es hier heute geht. Nämlich die Tippitoppi-Tasse. Die habe ich mir jetzt machen lassen. Die gibt es zu gewinnen. Also nicht die, aus der trinke ich ja gerade. Das ist natürlich meine. Die nehme ich jetzt für die Touren. Aber ich habe mir doch gleich zwei machen lassen. Die andere, die verlose ich. Und wenn ihr die haben wollt, dann schreibt mir doch einfach Tasse in die Kommentare. Und dann gucke ich mal, wie viele Leute das da reinschreiben und dann, wie gesagt, verlose ich die. Am Sonntag ist der, muss ich mal überlegen, ja, Sonntag ist der zweite Weihnachtstag und da wollte ich die um 18 Uhr live hier bei YouTube verlosen. Gibt es einen Livestream, das erste Mal, dass ich einen Livestream mache. Könnt ihr auch hinterher gucken, wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr noch da Weihnachtsbesuch habt. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, und diejenige oder derjenige, der die gewinnt, den würde ich dir auch gerne persönlich vorbeibringen. Vorausgesetzt, das ist hier irgendwo im Radius, der für mich erreichbar ist. Mache ich dann eine kleine Radtour hin und dann gibt es die Tippitoppi-Tasse. Ja, so, jetzt esse ich mal weiter, bevor es kalt wird. So, weiter geht's. Minus 6 Grad, minus 6,1 Grad. Ja, noch 8,5 Kilometer. Boah. Da geht's jetzt lang in den Nebel. Ist kalt. Ja, liebe Leute, hier links die Straße. Kann man wahrscheinlich überhaupt nicht sehen jetzt hier im Nebel, wo das Auto reinfährt. Da geht's nach Hause für mich. Weil das Wetter aber so schön ist, habe ich mich entschlossen, ich drehe noch eine Runde. Hier gibt es nämlich keinen Radweg, wie man sieht. Und es ist jetzt Feierabendverkehr, nachdem was hier los ist. Und ich mit meiner... Ja, liebe Leute, musste ich jetzt gerade noch mal eben hier den Akku wechseln. Also wenn man jetzt hier am Straßenrand sieht, bei knapp minus 7 Grad sitzt hier einer mit seinem Fahrrad und wechselt an der Action-Cam den Akku hier im Nebel. Der denkt auch, ich bin bekloppt. Bevor ich jetzt hier zwangseingewiesen werde, also werde ich mich für heute von euch verabschieden und langsam vorsichtig nach Hause radeln. Ihr wisst, dass ich sicher angekommen bin, sonst hätte ich ja den Film hier nicht einstellen können. Ja, wie gesagt, wer die Tasse gewinnen möchte, schreibt mir bitte einfach Tasse in die Kommentare. Danach werde ich das dann filtern und dann auch finden. Und wie gesagt, ich sage Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ich wieder Radfahren kann. Und dann nächstes Mal erzähle ich auch ein bisschen was zu meinem Fuß. Habe ich jetzt ganz vergessen, habe ich euch unterschlagen heute. Ist soweit aber zum Radfahren alles wieder in Ordnung. Also, tschüss. Frohes Weihnachtsfest. Bis Sonntag zur Verlosung.